Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir sind wieder in der Haut von Ezio Auditore und befinden uns in Kappadokien, in der Unterwelt. Wir sind auf der Suche nach dem Oberbösewicht, nach dem Obermacker und haben in der letzten Folge eine kleine Spionin aus dem Gefängnis befreit, die gute Dilara. Naja, also Dilara kennt er ja noch, da habe ich ja die tollen Witzchen gemacht. Aber ich glaube, mit Witzchen ist es bald vorbei, denn wir lassen hier in Bälde eine Bombe hochgehen. Ich mache mal gerade das Haar von meinem Mikrofon weg. Ich hoffe, das hat nicht für irgendwelche Rauschvorgänge beim Aufnehmen gesorgt. Ich hoffe doch nicht. Wir lassen hier gleich eine Bombe hochgehen und wollen so herausfinden, wo sich denn der gute oberböse Mann befindet. Jetzt muss ich nochmal gucken. Habt ihr eure Messer dabei? Wir müssen nämlich hier oben hin. Wir müssen gar nicht nach unten. So. Jetzt macht's Bum Bum. Cigar, Cigar! Das ist Schießpulver, kein Mehl! Verstanden! Aha. Schießpulver also. Abrüstung. Die Waffen der Osmanen wurden weggeschlossen. Dringen Sie in das Waffenlager ein und zerstören Sie das Schießpulver. Wir dürfen keinen Schaden nehmen. Das wird ja auch wieder ziemlich lustig werden, einen Weg ins Waffenlager der Templer finden. Da haben wir ja gerade schon so ein bisschen Preview-mäßig gesehen. Aber hier wird es so nochmal angezeigt. Wir müssen da auf jeden Fall hoch. Ich hoffe, dass das schaffe ich, aber müsste eigentlich klappen. So schlecht bin ich in Assassin's Creed ja jetzt auch wieder nicht. Aber wenn wir dann Assassin's Creed 3 spielen, wird es ziemlich kompliziert werden, denke ich mal. Denn Assassin's Creed 3 spielt sich ja komplett anders als seine Vorgänger. Aber das dann im Let's Play zu Assassin's Creed 3, das, und ich wiederhole nochmal, startet, sobald Revelations fertig ist. Ne? Nur nochmal zur Info. So. Checkpoint erreicht. Okay, wir müssen hier rüber. Boah, krass. Krass, das einfach aussieht. Ich muss ja immer noch sagen, hier die Unterwelt, Kappadokien, schon ziemlich, ziemlich geil. Und auch überraschend, dass wir hier so sind auf einmal. So, das, da hat man jetzt gar nicht mit gerechnet irgendwie. Ich dachte, das geht irgendwie in Konstantinopel dann zu Ende halt, ne? So, dann hier rüber. Und da drüben müssen wir hin. Sollte machbar sein. So, dann hier rüber. Das ist doch das Schießpulver in den Kästen da drin, oder? Ich muss mal gerade den Sound auf meinen Ohren ein bisschen leiser machen. Ja, so ist, glaube ich, gut. Okay. Die Brandbomben finden. Wow. Hallo. Fuck. Okay, für die 100% muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich glaube. Ich sehe ihn! Da! Los! Boah, fuck, ich glaube, das schaffen wir nicht. Doch! Sieht gut aus. Los! Zuschlagen! Nein! Scheiße! Ach Mann, du Penner, Alter! Na komm, schlag zu! Du wolltest doch zuschlagen, du Wichser! Dann halt erst du! Und dann du! Ach Mann, ey! Ah, fuck. Na, ich wusste nicht, dass hier schon gleich um die Ecke Feinde warten. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Aber na gut. Gibt's hier vielleicht irgendeinen Schatz oder sowas? Oh! Wir kriegen scheinbar wieder Besuch. Ha, ihr müsst ein besseres Tempo anschlagen. Au! Hey, du Penner! Na, immerhin haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Schaden gekriegt. Ist das Ganze nicht so schlimm, dass wir es nicht geschafft haben? Oh! Mehr! Bam! Ja, Mann! Okay, könnt ihr mal looten, so ausnahmsweise. Vielleicht haben die ja Pistolenmunition oder sowas dabei. Ein bisschen Geld und Medizin, das ist super. Werden wir bestimmt brauchen gleich. Und nochmal ein bisschen Geld. So. Du kannst nicht fliehen. Doch, könnte ich schon. Will ich aber ehrlich gesagt gar nicht, du. Ich bring euch lieber um, ihr Penner. Und räume euch danach aus wie so eine Weihnachtsgans. This is how I roll. 14, geil. Und wir nehmen mal gerade eine Medizin. Dass, falls wir das nächste Mal looten, wieder welche aufnehmen können. Haben wir hier schon. Ist das schon die Brand. Warte mal, hier ist eine Kiste. Ist das die Brandbombe schon? Wir haben die Brandbombe erhalten. Geil. Aber wir gucken trotzdem nochmal. Was glaubst du, wo der herkommt? Schnapp ihn! Sofort! Die Klappe!
Bam, 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 Matschhoden, yeah. Auch so ein kleines Stüpschen so. Flupp. Ich zeig dir mal mein Messer, dass du umfällst. Hier. So. Und da haben wir wieder ein bisschen Medizin. Wunderbar. Heute ist dein letzter Tag. Moment mal. Aber ein bisschen was zu kämpfen hier. Komm, ihr habt genug arme Seelen umgebracht. Unschuldige. Und dafür müsst ihr jetzt auch leiden. Vor allem du. Und du. Und du. Genau. So, 17. Was haben wir hier? Die haben wir schon gelootet. Ah, cool. Brauchen wir aber nicht. Huch. Da schießen wir sie einfach weg. 45. Ach komm, ich brauche die jetzt nicht alle looten. Volle Medizin haben wir ja. Wow. Ich habe schon weit bessere Männer. Hi. Mein Schwert. So, Dennis Schwert. Zack. Na, wer will? Du willst. Und du. Au. Die greifen immer aus dem Hinterhalt an die Penner. Das sind ganz schöne Dreckschweine. Aber trotzdem tot. Genau wie du. Und du. Und du. Und du. Boah. Voll das Messer in den Kopf gerammt. Da oben. Gehen wir da oben? Ne, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir bleiben hier unten. Gibt scheinbar hier eh keine Kisten. Und hier öffnen wir mal. Ach so. Oh oh. Wow. Ich glaube, jetzt müssen wir abhauen. Abrüstung. Was zum Teufel geht hier vor? Geschafft. Ihr müsst in Deckung gehen. Geh mir aus dem Weg. Bürger. Soldaten. Wart die Fassung. Lasst euch nicht leiten von Furcht. Wir sind die wahren Hüter von Konstantinopolis. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Und bald tot. Kurayo, seid standhaft. Lasst niemanden eure... Oh, Skatta, haltet den Mann. Steigt ihn nieder. Wir sind da, Manuel. Der letzte Palaiologos. Sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Tut mir leid. Manuel P. versucht, seine Leute im Chaos der Explosion zu beruhigen. Eine gute Gelegenheit, ihn zu eliminieren und den letzten Masyaf-Schlüssel zu beschaffen. Und wir dürfen erneut keine Gesundheit verlieren für die volle Synchronisation. Na dann. Wollen wir uns den Fetten mal holen? So natürlich nicht. Scheiße. Hallo. Na? Die Herren? Ja, ja, ich komme ja schon. Ich tue mein Bestes. An uns kommt ihr nicht vorbei. Ja, ich glaube schon. Bin schneller wie ihr. Wow. Scheiße. Der alte Penner. Haltet ein und denkt nach. Denkt an die Leben, die ihr heute zerstört habt. Galaxie, die ihr hier seht. Oh, cool, wir dürfen kämpfen. Hey. Du mich auch. Zack. Nein. Penner. Bams. Zack. Boom. Nix da. Du bleibst schön hier, mein Freund. Du arbeitest für den Falschen. Oh, scheiße. Ich habe mal die Waffe gewechselt. Wollte ich gar nicht. Warte mal, so. Nix da. Mich nicht, bitte. Oh doch! Ey, du bleibst schön stehen! Bau ab! Boah, was hier wieder gekillt haben, ne? Oh, wir müssen ihm hinterher, scheiße! Nein! Ja, wir laufen eh schneller wie er, also da mache ich mir gar keine Gedanken. Stehen geblieben. Es ist aus, Manuel. Ihr nutzt ein armes und vertriebenes Volk für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine.
Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Vlaka. Anders kann es nicht funktionieren. Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Der finale Kampf. Zack! Aquiesta. Nee, Quatsch, nicht Alaricki. Was? Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel. Euer Reich ist nicht mehr. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Osman Byzantiner. Das sind nur Namen, Kostüme und Fassaden. Unter dieser Hülle sind alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf 100 Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Ruhe in Frieden, Manuel. Und wir haben es geschafft. Mit 100%. Armer Manuel, letzter der Paläologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Fuck. Flucht. Die Templer, nun unter Führung von Prinz Ahmed, drohen Sophia zu ermorden, falls Ezio ihnen die Masyaf-Schlüssel nicht übergibt. Verlassen sie Kappadokien und eilen sie nach Konstantinopel zurück. Wir dürfen nicht mehr als die Hälfte der Gesundheit verlieren. Alles klar. Sophia ist in Gefahr. Und ihre beiden Kumpels auch. Das heißt für uns, wir müssen los. Macht's gut. Macht's schneller! Aus dem Weg. Da war gerade ein Animus-Dart-Fragment. No. Au! Du Wichser. Piss dich. Nix da. Was ist hier los? Ach, der ganze Rauch. Natürlich, weil mir die Dinger hochgehen. Ja. Okay. Ich verstehe. Checkpoint erreicht. Ich kletter mal hoch. Adlersinn. Für was den Adlersinn? Wow. Für was brauchen wir jetzt den Adlersinn? Boah, ja stimmt, wir sind ja hier. Ja, natürlich, wir sind ja ein Mensch. Also, klar. Ich sehe aber nichts. Wir brauchen den Adlersinn gar nicht. Wow. Scheiße. Okay, das mit 100% hat sich erledigt. Scheiße. Die ganzen Menschen hier. Die werden wohl alle sterben. Und irgendwie sind wir ja dran schuld, aber... Wir vertreten auch nur unsere eigenen Interessen. Unser Interesse liegt im Moment daran, dass Sophia nicht stirbt.
Das wäre die zweite Frau, die Ezio in seinem Leben verliert, und das darf nicht passieren. So,